Diesmal kommen wir von der anderen Richtung. Wo ist der Gegner, der hier stand immer? Es ist immer noch die Musik da, die Fluchtmusik. Ah. Zack. So, diesmal Wärmebild. Nur zur Sicherheit. Wenn ich Gegner schneller sehe. Feind gesichtet. Allerdings sehe ich halt sonst nichts. So. Oh, fuck! Das war eine Flittergranate. Na egal, komm. Granate fliegt. Zurück mit dir, sie werden dich sehen. Scheiße, hier bricht alles zusammen. Also nichts wie raus hier sofort. Raus, nicht rein. So, jetzt haben wir es geschafft. Dann könnt ihr auch mal sehen, wie schön das aussieht, wenn die Mine hier einstürzt. So, habt ihr das auch mal gesehen? Hab bei den Rebellen ein Fazit. So, dann die Kapelle. Sie selbst ist vielleicht nicht da, aber El Suenius Bibel soll dort aufbewahrt werden. Falls wir La Santera nicht kriegen, ziemlich nehmen wir viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Na los, na los. Ach ja. So, das war Mission Nummer 2 schon, ne? War das jetzt die erste oder die zweite? Das war die zweite. Nach den Punkten. Ja, war die zweite. So, noch 18 verbleiben, beziehungsweise sagen wir 19. 19 verbleiben. Wo ist er? Bin ich falsch? Ja, da ist er. Ich sehe einen Scharfschützen. Ich nicht. Wo? Wo soll denn der sein? Ziel gesichtet. Feind markiert. Alles okay. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ich finde das cool, dass man den Laser im Nachtsichtgerät sieht. Mag ich gerne. Wagen mit montierter Waffe. Ja, lieber nicht. Lieber nichts riskieren. Den kann man. Glaube ich. Zumindest. So, da hinten kommen die anderen beiden. Und dann kann ich runtergehen. Warten wir, so weit genug weg sind, damit diese nicht mehr sehen. Perfekt. Okay, es ist alles gut. Jo. Ist es. Oh shit. Okay, okay, okay. Gut. Oh, hey, ich wollte die Treppe hoch, Mann. Wunderherrlich.
Gute Arbeit. Das war das. Dann das Santerra. Ach, es ist doch schön, wenn alles rund läuft. Sagte er und wurde fast entdeckt. Apakatarium ein Fahrzeug gebeten. Oh, egal, komm. Ist egal. Ist egal. Vollkommen egal. So, und tschüss. Yeah, baby. Aufpassen, das hier ist jetzt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Folge in der Aufnahmesession. Das heißt, ich hätte noch 2 Folgen frei, quasi. Bis zum Monatsende. Ich glaube, ich muss die Folgen länger machen. Die letzten 3. Sonst wird das nix. Ich will gerne ja, wenn Breakpoint startet, will ich ja gerne dass diese Videoserie hier zu Ende ist. Sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Ich hab die Rebellen. Okay, sehe das Ziel. Da ist sie. Okay, nichts passiert. Markiere Feind. Das war scheiße knapp. Oh, das war zu tief. Da wollte ich zu viel auf einmal. Denn ich möchte, dass die Videoserie zu Ende ist, weil ich zumindest mal vorhabe, Breakpoint zu streamen, wenn es erschienen ist. Ja, ich will Ghost Recon Streamer werden. Ja, ja, laber nicht. Ja, Schnatter, Schnatter. Ja, ich würde Breakpoint gern streamen und wenn was. Also ich krieg ja ein paar Tage vorher Zugang. Also alle Versionen außer die Standardversion haben, glaube ich, 3 Tage vorab Zugang. Es kommt normal, glaube ich, am 3. raus oder so und dann, wenn man den Vorabzugang hat, dann kriegt man es halt am 1. schon. Und deshalb möchte ich, dass die Serie dann zu Ende ist und dann am Folgetag die Streams beginnen. Ich hatte zwar eigentlich gehofft, wir wären zu dem Zeitpunkt schon umgezogen, aber das wird wohl nicht so sein. Wir ziehen wohl erst im Laufe des Oktober um, so wie es aussieht. Und das heißt, ich habe noch etwas langsameres, bruchstückigeres Internet mit WLAN. Und ja, so ab und zu, also irgendwie der Router hier, der ist Schrott. Und ich hole mir dann auf jeden Fall eine Fritzbox und dann kann ich das alles auch richtig einstellen. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass das mit dem Stream klappt. Auch wenn wir noch nicht umgezogen sind. Und damit dann. Und ich hoffe vor allem auch, dass es nicht zu großen Unterbrechungen dann kommt. Wenn wir dann umziehen. Das dauert ja auch immer ein paar Tage. Und ich hoffe, dass ich es auch schaffe dann. Täglich oder zumindest, keine Ahnung, 3-mal die Woche zu streamen. Einmal die Woche würde ich gern mindestens. Gehen Sie hier lieber keinen trinken. Ihre Anhänger fühlen sich verraten. Dann komme ich vermutlich, kann ich ja jetzt schon mal ankündigen, ich komme dann vermutlich nicht mehr dazu aufzunehmen. Weil ich habe halt nicht so viel Zeit. Der
Tag hat halt nur eine gewisse Anzahl Stunden und ich habe am Abend so circa, wenn ich es jetzt nicht wieder überreize, wie jetzt die letzten paar Tage, um viel aufzunehmen, dann habe ich so am Abend so zwischen 3 und 4 Stunden Zeit. Und nach einem Stream habe ich nicht mehr so die Energie, um dann noch aufzunehmen. Und umgekehrt genauso. Nach einer Aufnahme habe ich keine Lust mehr noch zu streamen. Boah. Na toll, der ist kaputt. Achtung, eine Unidad-Patrouille nähert sich. Ruf schon mal 9. Ach du Scheiße, wo ist der denn gelandet? Ja, noch weiter weg geht auch nicht. Markiere Ziel, achte auf die Umgebung. Hä? Drecksack. Verpisst sich. Warum überleben die manchmal 2 Schüsse? Ich habe das jetzt die letzten paar Tage schon ein paar Mal gehabt. Hey, wir haben einen Narko. Dass auch die. Dass die Sniper. Also die HTI, die ja normalerweise. Autos. Oder Fahrzeuge generell. Mit einem Schuss tötet, also tötet, zum Explodieren bringt, manchmal 2 Schüsse braucht. Ich weiß nicht, warum das plötzlich ist. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten. Okay, bin unterwegs. Hab das Ziel. Hab noch einen, Tango. Hab einen. Bowman. Wir hatten hier in Espiritu Santo gerade eine Schießerei mit ein paar Sicarios. Stecken Sie Ihre Waffen noch nicht weg. Ich lade Ihnen die Koordinaten für ein anderes Kartelllager hoch. Ich renne mal ein bisschen da hinten hin. Vielleicht spawnt der Heli dann eher hier, weil hier ist ja auch eine große Fläche. Apakatarium, mein Fahrzeug. Ja, wäre so einfach gewesen, wa? Oh, mein kleiner Finger tut schon weh vom Sprinten. Wow. Hey, alles grün. Alles grün, ja. Ja, bei mir ist so ziemlich alles grün, ja. Hey, fast geschafft. Eine Unidad-Patrouille. Das Gefühl lässt sich ungefähr so. Na gut, das andere Gefühl kennt ihr auch nicht, wahrscheinlich. Aber vielleicht kennt ihr es von anderen Spielen. Lässt sich ungefähr so beschreiben, wie als ich die ganzen Achievements, die ganzen Club-Herausforderungen erledigt gehabt habe. Von Wildlands. Wovon die meisten in Narco Road waren. Und Narco Road ist halt echt. Das war Arbeit. Das war kein Spiel und Spaß. Spannung, das war Arbeit. Weil Narco Road macht halt echt keinen Spaß. Was? Was? Wer? Wo? Am Arsch. Und da war ich auch so erleichtert und froh und ja. Endlich, also endlich durch. Legal Koka? Ich meine, gegen die Höhe? Wegen der Höhe. Klar. Lass die Finger vom Koka. Ihr wisst doch, wenn wir wieder nach Hause kommen, müssen wir als erstes in den Becher pinkeln. Aber die Höhe. Ich kriege kaum noch Luft. Halt's Maul. Runter, sonst wirst du entdeckt. Shit, sie haben mit, da bekämpfen sich Unidad und Rebellen. Was sollen wir tun? Die Rebellen verkacken wieder alles. Der Leutnant will abhauen. Ich sehe einen Tango. Da stehen noch andere rum. Die Rebellen machen mir wieder alles kaputt. Wie viele Schüsse hat der denn gebraucht? Oh, nein! Schnell, 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 schnell. Hab ich gar nicht aufgepasst. Ich sehe das Ziel markiert. Oh, das war knapp. Oh shit, da kommen sie. Das war knapp. Hi. Oh, da ist der andere aus links. Ah, tot. So, die Mission ist auch erledigt. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter.
Dann haben wir hier wieder nichts mehr, ne? Ja. Und hier was? Away an Schwärzen, das dauert mir jetzt zu lange. Auf die Away-Mission habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust. Also so richtig gar keine. So. Wir haben von Kartellaktivitäten am Zugfriedhof erfahren. Versuchen Sie da mal was rauszufinden. Huch. Der Booster müsste noch ungefähr so 18 Minuten laufen. Etwas mehr, eine Minute mehr oder so. Das heißt, wir kriegen da noch ein paar Missionen hin. Kann sein, dass ich dann wieder einen neuen Booster aktivieren muss. Und dann machen wir wieder den Predator. Weil der halt echt Fettpunkte gibt. Wie viel gibt der denn geboostet? Ich habe gar nicht so richtig drauf geachtet gehabt. Wo sind wir denn? Hier, Kaimanes. 8888 Punkte. Das ist schon krass. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Ich setze, gib Gas. Verfickte Scheiße! Ja, ja. Vergeschlechtsverkehrte. Geschlechtsverkehrter Code. Oh, ich bin am Heli vorbeigefahren. Nicht aufgepasst. Hab mich zu sehr drauf konzentriert. Aus verfickte Scheiße etwas Jugendfreies zu machen. Ich fliege. Okay, wir können. Nummer 1. Kartellaktivität voraus. Bowman hatte offenbar recht. Nummer 2. Oh, das war ein Kopfschuss. Nice. Drohne fliegt. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für... Ich sehe einen Santa Blanca, Leutnant. Sieht aus wie der Mann, den wir suchen. Abi. Denk dran, wir brauchen ihn lebend. Wenn das Touristen sind, friss ich einen Besen. Glaubst du, Reed hat damit zu tun? Das lässt sich rausfinden. Was wird aus dem... Los, lauf, Schlampe, lauf! Sie haben keine Priorität, klar? Klar. Ich rufe die Rebellen zur Ablenkung. Alles klar. Unidad Heli, unten bleiben. Ich bin noch einmal. Entsichert. Ruhig. Ich erhebe mich. Listo? Immer mit der Ruhe, ja? So, hoffen wir mal. Das Beste wieder. Du willst einen Deal? Alles klar. Gib mir Reed und ich blase dir nicht das Hirn weg. Aguanta. Ich weiß nicht, wo er ist, okay? Reed macht alles über Mittelschmäler. Was ist mit diesen Leuten? Wo kommen die her? Reed holt sie aus 5 oder 6 Dörfern. Orte, an denen Leute verschwinden, ohne dass jemand Fragen stellt. Als sie die Simple. Und das Kartell? Sind die beteiligt? No. Wir behalten alles für uns. Suenio würde jeden von uns zu El Pozolero schicken, wenn er das wüsste. Ich will eine Liste dieser Dörfer. Sofort. Danke, Ish. Okay? Ja, meinetwegen. Aber die haben sie nicht von mir. Da claro. So. Und weiter zu Boston Reed. Wieder die alte Leier. Wir haben den Ort und den Code. Was auch geil wäre, wäre ein Ghost Recon in Ego-Perspektive. Wollt ihr Penner mich also abhängen? Reinschließen. Nicht so. Also, was ich meine, also Ghost Recon war früher. Bin drauf. In Ego-Perspektive, das war früher wie Rainbow Six. Aber was ich meine, wäre so Wildlands, so Ghost Recon Wildlands-mäßig in Ego-Perspektive. Ghost Recon war bis zu den... Wie hießen die Spiele? Advanced Warfighter oder sowas?
Bis zu den Spielen war Ghost Recon immer in Ego-Perspektive gewesen. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Stirb du mal bitte. Oh, danke. Du auch bitte. Du ebenfalls. Du auch. Wo bist du? Muss auch sterben. Wo ist der eine? Da. Hab einen Tango. Sitzt da rum. Okay, alles ist gut. Da fehlt noch einer. Da ist er. Das ist er nicht. Da fehlt noch einer. Okay, nichts passiert. Dachte ich. Egal. Trick 17. Wenn ihr schnell nachladen wollt, füllt einfach die Munition an der Kiste auf. Das geht oft schneller als wirklich nachzuladen. Eskorte wurde zerstört. So. Wir haben sie aufgescheucht. Tango erledigt. Informieren wir Bowman. Bowman, Boston Reed ist nicht mehr auf dem Spielfeld. Gut. Den Menschenhandel hatten wir nicht auf dem Schirm. Das ist hier schon lange ein Problem. Natürlich macht sich in Santa Blanca jemand die Hände damit schmutzig. Ich fühle mich wie ein... So, haben wir. Dann... Was haben wir als nächstes gemacht? Den Konvoi, ne? Ach nee, gar nicht. Eigentlich die. Wir haben Reed gestoppt und etwa eigentlich die beiden Dingen sind da, die. Könnte schlechter sein. Bummen Ende. Die Leichenbestatter. Egal. Machen wir jetzt eben den Konvoi. Geht ja schnell. Eigentlich könnte ich doch. Wobei der ist weiter hinten, ne? Der ist nicht hier. Nee, weiter hinten. Hab gedacht, ich könnte jetzt da drauf landen, den dann wegsnipen und dann direkt weitermachen. Ach ja, die Lichter am Heli sind echt ziemlich nutzlos. Sind voll für den Arsch. An allen Helis. Außer es sieht relativ cool aus, wenn man über die Bäume fliegt. Ich glaube, der Booster läuft gleich aus. Und wenn der Booster ausgelaufen ist, heißt das, ihr wisst es, dann heißt es Predator-Zeit. Booster-Auslaufzeit ist Predator-Zeit. Konvoi zerstört. Das ist ein empfindlicher Verlust für das Kartell. Warum explodiert die Karre nicht? Begleitfahrzeug zerstört. Siehst du? Irgendwie stimmt da was mit der Sniper nicht mehr. Seitdem ich die auf Max-Level gelevelt habe, ist die nicht mehr so geil. So. Wie lange läuft der Booster noch? Ein paar Minuten wahrscheinlich. Ja, eine Minute. Gut, dann können wir jetzt schon mal... Können wir uns schon mal zum Predator begeben. Ja, sie kämpfen gerade? Gar nicht. Geh in Position. Kämpfe ich jetzt nicht mehr? Ach doch, immer noch. Mann, warum? Was soll das? Ich wette, ein Wheelie hast du nicht drauf. Doch, aber nur bei den Vorderrädern. Ein Inverted Wheelie. Komm, hör auf, gejagt zu sein. Gut, danke. So. Dann töten wir den
Predator eben zum x-ten Mal, also zum dritten Mal, glaube ich, jetzt schon hier in der, in dieser Reihe, in dieser Videoreihe. Schalldämpfer können wir schon abmontieren. Booster ausgelaufen. Ich mach das, ich fliege. Ziemlich neblig. Ich sitze, los geht's. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Guck dich das mal an. Das ist dann so ein Moment, wo man mit Wärmebild echt verdammt viel sieht, wenn es neblig ist. Und das ist ja tatsächlich auch eine der Hauptanwendungen. Dass man durch Nebel, also eine Rauchgranate rein und dann mit Wärmebild. Die wissen von uns. Ja, sollen sie doch. Geht's ihm Schlimmeres. Ich weiß es nicht. Es hat sie getötet. Es hat alle getötet. Es. Nein. Es. Nach Hunger. Der Junge liegt kein Mann. Er wurde lebendig. Er ruft sich und zog sich ins Inferno. Und wie sind sie entkommen? Bin ich nicht. Es hat mich verschont. Ein Monstruch hat gespürt, dass ich harmlos bin. So, den Rest können wir laufen. Schöner Waldspaziergang. Geht doch nichts drüber. Ich habe mir die noch nie so von nahem angeguckt. Man kann die Kamera doch drehen. Aber nur um 90 Grad, ja, das ist schade. Aber nicht mal 90 Grad. Rollwinkel in Prozent, voll der Winkel. Sieht man den anderen besser? Nee, der ist eigentlich geiler, weil dem noch. Sind da noch mehr? Dann da ist noch einer. Aber der ist komplett im Schatten. Die haben gar keine Geschlechtsteile. Sieht aus wie abgerissen. Moment mal, die sind ja nicht nur gehäutet. Fehlen ja auch die Gedärme. Und überhaupt die Organe. Kann ich hier vielleicht mit der Tiefenschärfe? Nee, ne? Ist zu nah. Oh doch. Na, ist zu nah. So kann ich noch ein bisschen reinzoomen, wenn ich ein Schaf habe. So, wenn das dieses scheiß Blatt hier nicht wäre, ne? Jetzt kriege ich ja noch einen Shot ohne das Blatt hin. Ah, so vielleicht. So, mal gucken, zu welchen Facebook und, nicht Facebook, zu welchen Pinterest, Twitter und Instagram-Posts, ich die verarbeiten kann. Übrigens, folgt mir auf Twitter, Instagram und Pinterest. Überall ist mein Name Hasardran. Kartell-Scheiß gesehen, aber das... Sicher mit dem Kartell? Na, wer sonst? Oh, mir tut mein kleiner Finger so weh vom Sprinten. Das ist der Nachteil, wenn man eine mechanische Tastatur hat. Und sich für die falschen Cherry-Switches entschieden hat. Für welche, die etwas schwergängiger sind. Das tut meiner Verteidigung, ist meine erste mechanische Tastatur. Aber die ist sehr wartungsfreundlich, also ich könnte jederzeit neue einbauen. Also andere Switches. Da würde ich mir aber zuerst einen Tester für einen 10er holen. Aber eigentlich geht's, wenn ich jetzt nicht gerade 5 Stunden am Tag mit einem kleinen Finger auf die Sprinttaste drücke, wie ich das heute gemacht habe. Mein Gott. Seht ihr, Jungs, das? Das war keine Machete. Zu klinisch. Zu sauber. Ja,
hätte vielleicht doch ein bisschen näher parken können. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde in dieser Folge. Wir sind fast bei der Hälfte. Gut, zwei Folgen kommen ja noch. Das heißt, ich beende die Folge jetzt und mache die anderen beiden dann auch eine halbe Stunde. Dann müsste es eigentlich gehen. Dann beende ich die Folge jetzt. Tschüss. Schönen Abend noch.